Amerikanische Dasselfliegen. Alle zart beseiteten Sensibelchen können jetzt aufhören, dieses Video anzusehen, denn ich zeige euch eine ekelhafte Fliege, die ihre Larven direkt in eure Haut pflanzt. Also nicht in den Körper eines anderen Tieres, sodass ihr euch denken könnt, zum Glück passiert mir das nicht, sondern unter eure eigene Haut. Dasselfliegen, auch bekannt als Biesfliegen, sind eine Familie von Hurensohnfliegen. Und sieh dir an, was eine mittel- und südamerikanische Art dieser Fliegen mit dir anstellt. Die Larve bohrt sich unter deine Haut, wächst und ernährt sich dort wochenlang von dir, bevor sie sich durch die Haut wieder den Weg nach draußen bohrt. Was zum Teufel ist das für ein Albtraum? Ich rufe jetzt meine Mama an, damit sie mich in den Arm nimmt und tröstet. Diese Insekten, die es verdienen, Spawnkill zu werden, parasitieren eine ganze Reihe von Tieren, darunter Menschen, Vögel, Kühe und einige andere Säugetiere, wie zum Beispiel Eichhörnchen wie diese beiden. Was zum Teufel macht die Natur? Hier mal in 3D, wie das Ganze passiert. Die Fliege schnappt sich den Hintern einer Mücke mitten im Flug und legt ihre Eier auf ihrem Körper ab. Dann kommt die Mücke und sticht uns und die Larven gelangen unter unsere Haut, wodurch ein ekelhafter, keine Miete zahlender Bewohner entsteht. Und spar dir die Mühe, sie entfernen zu wollen. Denn die Evolution hat an alles gedacht. Die Larve ist von Widerhaken umgeben, die sich fest an die Haut klammern, sodass man nicht entkommen kann.